Weg zum Hof Scherer etwas seitlich rechts von der Straße. Weiter zum Hof Kaltenreiter und den kleinen Sattel hinauf. Hinunter zur Langlaufloipe Richtung Schwarzwaldweg. Auf der großen Wiese die Langlaufloipe bei der Stange nach links verlassen. Weg zwischen Wald und Zaun. Eine weitere Wiese müssen wir Richtung Schwarzwaldeck queren. Blick zurück, Hochstand. Das private Schwarzwald-Eckhaus mit schöner Aussichtsterrasse. Weiter, wer zu Schwarzwald-Eckspitze will. Weg über Waldhaus auf die Kiensteiner Öde. Blick zurück, Waldhaus. Am Ende der Wiese gibt es eine Abkürzung wild durch den Wald zur Stierweide. An der Stierweide angekommen, folgen wir den Traktorspuren oder gehen links einen kürzeren Weg steil den Hang hinauf. Wenn die Traktorspur nach rechts dreht, verlassen wir diese nach links und gehen einen Fußweg weiter.
Die Kiensteiner Öde kommt in Sicht. Die Kiensteiner Öde mit Gipfelkreuz und Gipfelbuch. Achtung, jenseits des Zaunes ein Steilabfall. Abstieg über den Gipfelhang. Abstieg über den Gipfelhang zur verschneiten Hütte, wo eine Vorstraße einmündet. Wir nehmen die Vorstraße bis zu den Langlaufloipen, gehen auf diese über den Hof Scherer zum Hof Schönbodner und können dann noch die Ebenwaldhütte besuchen.